Ich bin gespannt. Maus hat letztens gegen Virtus 16-13 gespielt ohne Pistol. Da waren schon ein paar ganz akzeptable Runden dabei. Natürlich auch ganz klassische Maus-Fails. Mal schauen, ob wir heute mit denen auch rechnen müssen. So, man darf Maus diesmal als CT starten. Somit viel Spaß hier, Curse gegen Maus und Curse unterwegs zum B-Swat. Hallo, schimmelt da Mitte, würde also potenzielle Verschieber holen. Travelay und Aprox am B-Spot, Aprox da oben am Cat. Trubel am Spot. Und Sonic ist schon gut raumdicht gemacht hier. Also ist da von Action gekommen. Ist jetzt schon hinter ihnen. Boah, wird abgeschimmelt. Alles hat somit die Info. Jetzt spielen sie trotzdem den Go. Boah, ein Schnapper ist gerade weg. Die Nate. Boah, schön für Schnapper. Für Trouble. Schönes Teamplay. Kerrigan auch schon da. Boah, er kriegt direkt X. Boah, und Aprox wollte Reflex setzen. Hat aber nicht damit gerechnet, dass da unten noch einer steht. Bombe aber down. Boah, Nuki wird von der Seite gleich attackiert. Oh, er hat keine Ahnung, dass hinter ihm einer ist. Moved es aber schön weg. Somit wird das halbwegs vereitelt. Er rechnet immer noch nicht damit. Jetzt vielleicht so langsam, aber sicher. Jetzt weiß er es immerhin. Boah, er ist aber viel zu low, als dass er hätte machen können. Schade, Mann. Da ging die Runde eigentlich ganz gut los, da am B. Jetzt mal Sonics außer Acht gelassen. Sonics stirbt da Mitte. Was auch immer der angesagt hat, verstehe ich nicht genau, warum die B instant verschoben sind. Ich meine, er ist hier gestorben. Hier so. Keine Ahnung. Seltsame Runde auf jeden Fall. So, Kurs Richtung A unterwegs. Über die zwei Gänge hier. Einmal über die Main, wie ich es immer nenne. Und hier über die Tür kann man auch kommen. Sonic's auch schon gegen. Boah, schöner Timing Flash. Aprox auch schon da. Also sie haben. Maus nimmt sehr viel Raum immer ein. Ah, kassieren leider schon die Frags, bevor da irgendwie was auf Spot kommt. Trubel macht da, glaube ich, einen durch Smoke. Ah, Sonic's leider nicht erfolgreich mit P250. Ich habe hier leider auch keinen zweiten gesetzt. Aprox dafür mit einem. Ah, der T ist aber viel zu viel HP. Twittert gerade Workshop Love. Also entweder rafft er nichts oder er rafft nichts. Wie das mit der Map funktioniert. Boah, schade. Hätte eigentlich noch verdient gehabt. Auf 7 HP runtergeschossen. Na, kommst du mal wieder. Also die Eco ist bisher ganz solide bei Maus. Kurs diesmal schnell Mitte. Boosten da vorne. Sieht man gerade schön. Hier bei Hallo. Oh, Apox wieder bedet. Offensiv. Oh, schön. Hat er noch weggelackt. Oh, ein Aprox wurde leider gesehen. Kommt da nicht mehr weg. Wäre schön gewesen, wenn er da wirklich bis hierhin ungefähr kommt. Kann jetzt aber zumindest schon mal ansagen. Oh, die schöne Fläche von. Ach, schade, Mann. Mit ein bisschen besserem Timing hatte da alle Gold. Man kann vielleicht mit Glück zwei machen. Oh, Nuki steppt da an der Leiter. Rosi auch bekannt. Ja, keine Chance. Oh. Und Kürs drückt mal wieder richtig heftig. So, jetzt geht's in die erste Equip. Maus hatte letztens in der Mitte
ziemliche Probleme. Mal schauen, wie das heute aussieht. So, hat diesmal auch direkt wieder Support von Aprox. Du wirst aber eher verhalten. Ich bin jetzt unterwegs. Jetzt die Smoke. Oh, Nate sitzt. Ja, saß ganz okay an Alu. Wurde jetzt herausgeflecht. Kerrigan hockt da in der Smoke. Und der Bego. Ich glaube, liegt gut am Schacht. Einen gemacht. Oh, er ist aber nur allein. Oh, sie sind noch nicht ganz drauf. Maus kommt da noch zum Schieben. CDB ist unten, glaube ich, gesmoked schon. Nee. Es gibt Maus vielleicht die Chance, hier noch Frags zu ziehen. Jetzt die Fle. Oh. Jetzt wird's ganz schwer. Cat auch gesmoked. Nuki vielleicht mit der entscheidenden Pose. Hier setzt auch den Frag. Können jetzt so mit den Spot einkesseln. Vielleicht da nochmal ab. Vermute da noch ein Vor B. Oh, die Nate, die Nate, die Nate. Ach, sah, das sitzt nicht wirklich. Schön. Oh, Nuki. So, wo sind die Mates? Wo sind die Mates? Beide T's low. Letzter am Spot. Oh. Starke Runde von Nuki. Da hat er es einfach entschieden. Wenn er da gefallen wäre, hätten die beiden anderen überhaupt keine Chance gehabt, hier irgendwie über den abgesmokten Cat oder hier über die abgesmokte CT-Base zu kommen. Ja, die Map, für alle, die sie nicht kennen, wirklich sehr, sehr einfach gestrickt. Hier CT-Base. Dann einmal die Entscheidung zum A oder zum B nach rechts. Und da ist man auch schon drauf. Und die T's können nur von hier kommen oder sie bauen über Garage auf und können dann noch über den Schacht zum B. Das ist, glaube ich, wieder ähnlicher Aufbau. Gehen diesmal aber Richtung A. Alu an der Tür. B wird gedoppelt. Nuki ist der Support für Sonics. Oh, Natu. Ich weiß nicht, müsste eigentlich am B was machen. Fake da ein bisschen allein. Maus ist zu zweit noch am B. Schiebt jetzt weg. Kerrigan hat auch Mitte nichts. Und jetzt passiert relativ lange nichts. Das könnte Maus ahnen, dass das ein, ein Argo wird. Jetzt kommt aufs Zusammenspiel Nuki Kerrigan. Nuki Sonics an. Nuki hat er schon einen gesehen, ist am Stapler. Gute Posi. Oh, der macht einen, kriegt Red Heads. Oh, Kerrigan stirbt hinten Base. Muss ein sehr starker Schuss von Skurk gewesen sein. Sonics noch mit. Oh, die Flash! Das war nicht etwa eine Teamflash, oder? Oh, wie blind er ist. Und der T aber auch vor ihm. Alter, da ist er doch. Oh. Oh Gott. Von wem kam die Flash, bitte? Oh, die hat einfach mal die Runde entschieden. Wenn Sonics da was sehen würde, hätte er auf jeden Fall den Spieler gehabt, der auf Spot gelaufen wäre. Ah, schade, das habe ich nicht mehr gesehen. Aber ich vermute einfach mal, dass Kerrigan. Er muss auf jeden Fall Monster-Headshot bekommen. Entweder er ist Base geschoben. Oder er hat hier von Mitte hochgezielt und dann halt irgendwie Head kassiert. Skurk dann einfach wirklich den wichtigsten Shot gesessen in der Runde. Gehittet. So, und der Echo Mitte schnell. Oh, Kerrigan. Ach, schade. Schabele dann B offensiv. Flash für Sonics. Eine Waffe ist es dann noch geworden. 5-1 der Rückstand für die Mäuse. Protect the VIP. Maus muss noch eine Spar machen. Gute Pose von Aprox. Kerrigan lenkt ab. Gute Flash. Beide blind, beide blind. Boah,
Gute Einnahme von Curse. Sonic's wieder Action durch. Das, da spielt man, glaube ich, seine Pistol Round so halb. Aber Curse spielt das einfach viel zu clever. Gute Map-Kenntnis, guten Move in der Mitte. Der klappt bisher hervorragend. Schauen, wie Maus das gleich handelt. Jolly wird auch schon von rechts da abgeaimt. Der Skurk drückt schon nette Dinger. 14-1 Stats, fällt mir jetzt gerade mal auf. So, Kerrigan wieder mit Aave. Wieder Mitte mit Abrox. Oh, wieder direkt blind. Wieder gibt es gleich einen Boost wahrscheinlich. Oh, die sind so blind beide. Oh, diesmal kein Boost. So, Nuki ist viert am A. Nasu wieder da allein. Also wieder Zusammenspiel Nuki Sonics wichtig. Nuki da auf dem Cat. Beide haben noch eine Flash. Nuki ist Pose bekannt. Oh, er guckt in seine... Oder? Nee, hat er noch uns gesehen. Stark, den zweiten auch noch gemacht. Nuki ist auch noch am Leben am Cat. Hat die Ansage von Kerrigan, von Apox bekommen. Schön direkt Damage gegeben. Schöner Refick von Trouble. Oh, Kerrigan verschießt, aber der war wirklich nicht einfach. Boah, starke Runde von Sonics. Gute 3K. Schöne Gegenfläche da. Endlich mal ist ein Spot safe. Einer war nur verloren. Das spricht auf jeden Fall für Maus. Trotzdem Curse natürlich massig an Geld. Wieder Mitte, da gibt es die Smoke und jetzt gibt es meistens noch eine Flash. Ja, man baut wieder Action auf. Sonic ist diesmal Tür reingepusht, starker Move. Da deckt wirklich gerade niemand ab, wenn Nuki da jetzt viel Zeit rausholt. Boah, da müsste doch einen Namen gesehen haben, oder? Boah, da wird er weggesprengt. Starke Taktik bisher. Die schieben aber weg. Kerrigan Mitte, Boost aufpassen bitte. Einer ist oben. Ja, wird auf die Fläche gewartet. Sieht man gerade schön. Jetzt kommt sie gleich drüber und dann wird er erst rumziehen. Oder? Ne, er deckt nur nach hinten von der Posi. Auch nett. So, Contacten jetzt auf B. Und dann müsste Trubel stehen. Apox auch am Supporten. Das könnte ganz gut aufgehen. Trubel noch mit Nate. Boah, was ist denn da für Lex? Alter! Kann man hier mal bitte Frax sehen? Ey, diese Goat-TV-Lex. Was ist das denn für eine Scheiße? Sag mal, so schlimm war es ja noch nie. Jo, man kriegt einfach null mit. Jo. Jo. Na klar, und jetzt, wo die Runde vorbei ist, hört's auf zu laggen. Ist klar. Krass, ey. Versaut er mir hier da einfach das Spiel. Oh. Sag mal. Nett. Graf. 127 MS. Es sieht irgendwie nach... Das sieht doch eher nach DDoS aus, oder? Also 177 MS zum GoTV ist schon heftig. Oh, wie viel Damage hat Sonic hat. Ja, sieht nach DDoS aus, würde ich mal meinen. Des GoTVs. Oh, Sonic's wieder schön da Action reingepusht an der Tür. Ich glaube, ich sollte vielleicht eher auf Gegenfläche stehen.
wird es, glaube ich, gleich eine Fläche an der Tür geben, am Fenster. Oh, schön. Und den ersten machen. Ich verstehe nicht ganz. Oh, Trouble hört die Steps. Jetzt kommt auf Sonic Slash an. Schön hinten durchgepusht. Oh, schade. Den zweiten wäre gut gewesen. Oh, schön von Nuki. Direkt drauf gewesen. 30 Sekunden nur noch. Kerrigan darf damit jetzt nicht sterben. Oh, schönes Pre-Aim. Dass sie den verschießt, aber braucht kein Risiko eingehen. Nuki die Info bekommen. Eine schöne Pose eigentlich. Ja, wobei, muss er natürlich auch direkt Headshot geben. 22 Sekunden noch. Vermute mal, dass sie da wirklich safen werden. Ne, gehen jetzt doch nochmal A. Oh, zum Glück hat Nuki nicht geschossen. Am Cat oben jetzt der Spieler. Oh, schöner Headshot. Nuki gefällt mir heute wirklich ganz gut. Macht ein souveränes Spiel. Und Alu saved seine Awe. Vierte Runde so für die Mäuse. Wie sieht's pingmäßig aus? Hat sich zumindest irgendwie eingependelt, aber trotzdem noch ultra nervig. Steht hier irgendwo Halt vor Ork oder sowas dazu? Oh, ne, sind ja die GoTVs von. Das sind ja die GoTVs von Ezea. Oh, nervt das einfach nur. Oh, das sieht nach Schachtboost aus. Ne. Als CD kann man natürlich auch hier einfach doppeln und einen Schacht boosten. Kleines Überraschungsmoment da haben gegen die Ts. Kerrigan. Oh. Ja, da kann man wirklich dem Frag in der Entstehung zugucken. Macht er ihn oder macht er ihn nicht? Oh, er hat sogar zwei gemacht. Nett. Besonders nett, dass man davon so viel sieht. Ey, das ist doch nicht die Möglichkeit. Ach ja. Ping geht jetzt, glaube ich, wieder runter langsam, oder? Und 31 MS noch. Scheint sich jetzt wieder eingepegelt zu haben. So, direkter Contact Action. Schöner Support. Und Sonic's noch am Spot. Von daher sollte er erstmal nichts anbrennen. Oh, schön. Die TS ist scheinbar richtig blind. Und das wird eine 5-Runde. Auf geht's jetzt, Maus. 6-6. Dafür, dass ihr 4-1 hinten lagen. Also 3-0. Dann erste Equip geholt. Danach direkt verloren. Haben sie sich jetzt gut wieder rangekämpft. Zumal die Runden auch relativ deutlich sind sogar. Sonics mit dickem Risiko in der Action. Boah, die TS stehen richtig gut. Haha. Was ein Fail von denen. Da zielt mich jeder 0815-Pack-Spieler dort besser ab. Also, ich krieg da immer Gesicht. Schön. Also, Nuki wirklich saustark unterwegs. Scheint gut zu suchten, der Junge. Und wenn sie jetzt wieder nur einen Mann verlieren, ist es wieder eine sehr deutliche Runde. Boah, nette Flash! Schönes Teamplay, Mann. Perfekt. Genau so wollen wir das mal aussehen. Genau mit solchen ekelhaften Silent Flashes in die Fresse von den Gegnern. Ach, schade, dass das hier nicht geht. Aber hier sieht man mal, die Map ist wirklich klein. Nette Ansicht, muss man sagen. Okay, wir gehen diesmal B. Und wer macht Mitte? Niemand. Boah, jetzt wird Mitte komplett defensiv gehalten. Boah. Das war mal nicht so gut. Vielleicht eher ein bisschen naden vorher. Ein bisschen Granatenwerfen oder sowas. So,
Und nichts seit. Alleine Action zum Glück nichts weiter. Boah. Runde richtig knapp. Zwei nach Mitte, ein Alu schon am B drauf. Schön. Und Apox macht den. Ganz wichtiger Frag. Boah. Zweiten auch noch. Komm, hol den dritten. Kann jetzt einfach safe spielen. Oh, die Flash kommt zum Glück noch an. So, beide wollen sie unten versuchen. Sie wissen genau, dass er auf Spot ist. Keiner hat mehr eine Gren. Jetzt einfach auf Refrag spielen. Ah, sie wissen noch nicht, dass er dort ist. Refrag! Schön! Geht doch, Mann! Genauso wird CS gespielt. Starke Runde von Trouble. Am Anfang Nuki ein bisschen enttäuscht. Aber ansonsten war es gut runtergespielt. GOTV scheint sich wirklich ein bisschen eingepegelt zu haben. Und jetzt ein 9-6 wäre auch wirklich ein zufriedenstellendes Ergebnis. Dafür, dass mir die Pistole nicht geholt hat. Oh, die Nate zum. Boah, schöne Nate. Dann spielt es nochmal defensiv. Ich hoffe, diesmal mit besseren Absprachen. Das ist eine sehr, 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 sehr riskante Posi. Gut, dass er die dann nicht mehr eingeht. So, die Frage ist, ob CT-Base gedeckt ist. Irgendwie nicht, aber Aprox übernimmt das jetzt. Ach, schön. Sonix macht den Frick am A. Vom A, so rum. Nuki gut Action durchgepusht. Sind alle in der Mitte versammelt. Und Nuki kann jetzt da vielleicht naschen von hinten. Eins, zwei, ja, schade. Er wusste aber scheinbar schon, dass da einer drauf ist. Letzter an der CT-Base. Nein, mach die doch. Nice. Geht doch, Mann. So wollen wir mal aussehen. Schöne Halbzeit. Also den turbulenten Start dann wirklich, ja, in neun Runden umgemünzt. Jetzt bin ich mal auf die Deckung gespannt. Also jetzt hatten sie schon eine gute Sache in der Mitte. Ansonsten waren sie schon recht planlos, muss man sagen. Kam mir zumindest so vor. Und Maus hat T-Seite schon mal gespielt. Push-Dot. Kommt jetzt direkt zum Aufeinandertreffen. Perfect sitzt. Boah, die müssen alle sterben. Oh, er ist blind. So schnell kann eine Runde vorbei sein. Es kann eine Smoke Base, also die Runde muss safe sein. Jo, hallo. Kann man mal machen. Hallo? Was ist das denn für eine Absprache da? Die Runde wird sogar nachher relativ knapp. Ah, jetzt gut, sitze ich mehr, aber. Wenn da noch eine HE am Start gewesen wäre, hätte ich schon wieder gezittert. So, beste Chancen jetzt hier wirklich vielleicht mal wieder ein Spiel zu gewinnen. Das, was er als City quasi auch macht, über Tür schieben. Posi ist in der Mitte auch bekannt.
schön. Eine noch am Schacht. Oh, oh, oh. Mit 5 HP da überlebt. War eng. Kürst wird hier wahrscheinlich auch nichts riskieren. Okay, wir gehen sogar noch mit Glocke. Wir kommen wahrscheinlich auf AWP. Schauen wir schon raus. Boah, 3 da hinten gefangen. Boah, da kann keiner ab. Boah, schön. Wir sind oben erfolgreich. Gas direkt B raus. Boah, jetzt bitte nicht fahrlässig auf den B rauffahren. Boah, da ist noch einer. Muss er angesagt haben. Boah, zum Glück passt Luki auf. Hervorragend. So gut von Kerrigan auch die AK genommen. Dass er in seinen Tod rennt. Was zur Hölle? Ja, da legt er sich schlafen. So, die 12 zu 6. Kerrigan, wie gesagt, mit AWP jetzt. Alu aber auch. Maus Richtung hier in Mitte boosten erstmal. Sonic Snake weggeflasht worden. Oh, boosten doch nicht, haben das abgebrochen. Oh, stark von Tobel am B. Der City aber viel Risikoeingang und B wäre jetzt sogar frei. Schade, dass man da nicht einnimmt. Oh, Aprox Action. Oh, da ist einer rechts. Oh, der kommt jetzt sogar vor. Aprox, bitte deck nach. Pass da auf, bitte. Oh, er kommt weg. Wichtig, egal wie viel HP er hat. Schön. Schnapper weiß genau, wo noch einer ist. Was ist, schieben jetzt auch B. Sollte vielleicht hinten absmoken. Boah, da hätte Trubel ihm aber auch Headshot geben können. Aber wobei, für mich war er da drauf. Oh, Schnapper lässt sich da richtig viel Zeit, um den Fleck zu setzen. Oh, schöne Ace. Schöner Ace. Gut Damage gemacht. Kerrigan kann safe legen. Schnapper nach mit dem. Oh, nice. Jetzt nur noch einer. Der ist schon am Cat oben. Achtung, aufpassen! Aber Sonic spielt safe. Und Schnapper über Schacht. Oh, er defused, er wird defused. Komm, mach hin! Oh, Schnapper, 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 Schnapper. Nice. Huiuiui, alles gut gegangen. Arme mitbringen vielleicht. Na? Okay, will anscheinend keiner. Aber finde ich auch besser so. Hä? Hat er jetzt eine gekauft oder was? Ah, verstehe ich nicht. Sonics wieder schnell Tür. Boah, du liegst dicken Hits schon gefangen. Die Kontakt nah. Schön. Das Spot aufgeräumt. Schönes Zusammenspiel. Bombe kann da Standard gelegt werden. Alter, warum switch ich denn weg? Ach, ein Carry kriegt auch mal einen mit der AWE. 14-6.
Das läuft doch jetzt. Also, wenn man das Spiel verliert, dann kann man wirklich den Kopf in den Sand stecken. Was ist das für ein netter Move da von Skurk? Oh, sieht man da nicht die Füße? Oh, die Flash, die Flash. Wie blind er da ist. Warum spot schon den Contact? Schade. Oh, das wird jetzt ein bisschen unkontrolliert gerade alles. Smoke liegt, Aprox wird auf ihn warten. Macht er gut. So, Spot noch hinten. Flash gesehen, wissen somit, dass da einer ist. Sonix muss jetzt langsam mal helfen. Ah, schade, er kann den Flick nicht setzen. Jetzt gefallen. 3 gegen 3 sogar. Und beide, alle Mausspieler mit viel HP. Schöne Posi von. Mach ihn doch! Schön, Mann. Und CDB ist letzter. Boah, teilt Gesächtricks Sicht aus. Och, was eine Runde von Trubel. Nur X, der Junge. 15-6, Draw Safe. Und ich sage ja, also, Kurs. Schien mir schon als Team ein bisschen planlos. Und jetzt seht ihr dann. Ja, es ist einfach keine Chance gegen Ts, die ein bisschen Plan haben, was sie machen. Auch wenn Kurs vielleicht sogar aim-technisch besser ist. Aber Maus spielt das Ganze doch relativ klug runter immer. Kurs mit einem verzweifelten Mitte-Push. Der geht soweit sogar auf. OB jetzt gefallen. Im Schachtraum aber, glaube ich, noch. Nee. Jobble deckt der Schacht ab. Nate, ist gut. Oh nein, jetzt der Reload. Boah, was ein Pech kann man haben. Boah, auch Sonix mit Pech da oben. Okay, wir gehen noch nach hinten. Aus kann's beenden. Schönes Timing, schön auf Richard gegangen von Aprox Spot. Oh, die Bombe wird defused. Das geht aus, oder? Oh, Herdenkit. Ach, Mann. Aber immerhin, die Runde war super knapp. Kurs kann nur, da kann nur Skurk legen. Der Rest hat nicht so viel Equip. Von daher geht das noch halbwegs in Ordnung. Schade, dass Trouble da nicht noch einen gemacht hat, oder ich glaube, er hat es nicht mal einen gemacht. Also gar keinen. Boost für Kölgen mit aber wieder Aggro. Oh, da deckt niemand ab, oder was? Decken sie jetzt gut. Decken sie schön verstärkt. Oh, ist auch nichts für einen netten Riecher dort. Aber ob er nochmal da links hochguckt, bezweifle ich. Und vor allem, ob Nuki da hinguckt. Da werden sie ihn jetzt nicht vermuten. Ah, schöne Pose von Nato. Boah, perfektes Timing dort rein. Boah. Das war eine gute Zerstörung von Curse. Da standen sie mal echt gut. 8. Runde. Maus hätte sogar. Kann sich sogar alle Zeit der Welt lassen hier mitkaufen. Machen sie aber trotzdem. Eine verfickte Runde noch. Also wieder Aggro. Direkt Mitte rein. Oh, okay, wir gehen schön den First Check gesetzt an der Action. Box noch am B offensiv. Das ist einfach Trouble, würde ich mal sagen, ja. Oh, dieser Lag, dieser Lag. Refrag, komm schon. Einen Frag kickt er noch. So, jetzt Schachtspieler. Box müsste da, glaube ich, sterben. Oh, er ist im Schacht noch drin. Meine Maus deckt noch ab. Machen sie gut. Oh, Nuki hätte deinen Frick. Zieht sich jetzt weg.
Sonics an der Tür. A steht nach einer. Box immer nach am B. Und Maus schiebt jetzt auch endlich mal dahin. So, sie wissen, also Aprox-Karten sagen, oben kennt es keiner, das heißt nur CDBs oder halt Schacht. Und Schacht ist zum Glück noch zu. Nu kehrt auch noch Smoke. Also CDBs bitte smoken. Danke. Okay, man lässt Kerrigan davor contacten. Oh, man spielt ja wirklich super souverän. Aber jetzt wirklich die Gefahr im Schachtraum. Oh, die Lanze, wie lang die ist. Wie entblockt. Fuck. Oh, die Hits. Nuki, wichtigster Mann auf dem Spot. Bombe tickt sehr, sehr schnell. Das kann er nicht schaffen. GG. Komm, geh hoch. Och, da ist es vorbei. Kurs hat aber echt komisch geschoben. Also, sie haben ja gar nicht geschoben. 16-8. Meine Güte. Endlich mal gewonnen wieder. Das gegen den Virtus-Bitzwinger. Schön war's. Also, schönes Comeback wirklich. Als T dann auch vernünftig Runden gespielt. Maus auf jeden Fall heute mal wieder sich von ihrer besseren Seite präsentiert.